So, wir wollen jetzt einmal das raumzeitliche Weltbild aus den Angeln heben. Und zwar ohne Schnickschnack, ohne mit Mutmaßungen, sondern rein und einfach mit dem, was wirklich hier und jetzt da ist. Dazu schauen wir uns hier ein kleines Filmchen an, und zwar über Zeitreisen aus dem Film Dark. Um die Matrix, die Sprachmatrix im Hintergrund nochmal etwas darzulegen, wenn man das Wort Dark, Drkaf, hebraisieren, heißt das Art und Weise, die Reise, der Weg. Das ist ihr dieser Weg, ich bin die Wahrheit, der Weg und das ewige Leben. Das besteht schlichtweg nur einfach aus der Radix Dr, das heißt die Öffnung, immer wieder dieses Blau lesen nehmen. Dieses Dr ist rot gelesen. Das ist das geistig geschlossene Meer, das, was immer ist, was man in meiner Weihnachtsansprache als das Ewige definieren, aus dem alles entspringt, das Immerseiende, das ist UP 86 El Hayom, und die 200 ist ein symbolischer Kopf, rot, das ist dieser Kopf, in dem alles erschaffen wird, aus dem alles entspringt und auch was an Gedankenwellen entspringt, das trotzdem immer noch in diesem Kopf drin ist, unser träumender Geist. Wenn wir es blau machen, ist es praktisch hier etwas, was sich auf der geistigen Oberfläche blau gelesen öffnet. Das ist eine intellektuelle Öffnung. Und das ist immer die 200, eine spezielle Berechnung. Dieses DR einzeln eingegeben ist das hebräische Wort für Generation. DR. Bloß, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt über die Sprache. Das wird in der Dora in der Regel immer als Generationen, als Menschengenerationen übersetzt. Das ist hier Generation. Aber da haben wir jetzt schon eine Rundung, da dreht sich, haben wir dieses Rollen, du spielst eine Rolle. Und zwar nicht nur eine Rolle, sondern alle Rollen. Da gibt es nur einen Geist, du musst alle Rollen selber spielen. Du spielst den, der moddet und der, der ermoddet wird. Du spielst den, der die Leute bescheißt. Und du bist im selben Film natürlich dann wiederum auch aus einer anderen Perspektive der, der beschissen wird. Darum sage ich hier, meine Schöpfung baut auf einer absoluten göttlichen Gerechtigkeit auf. Du Geist bist der Richter über alles und jeden, den du dir jetzt ausdenkst. Es kann nichts und niemand anders sein, wie du in dir denkst. Aber all deine Richtersprüche, die du an anderen tätigst, vollstrecke ich letzten Endes immer an dieser Person, die du selbst in deinem Traum zu sein glaubst. Bis du merkst, was es bedeutet, das, was du anderen antust, tust du mir an, weil ich nämlich du bin. Da kriegen diese biblischen Sätze kriegen eine vollkommen neue Qualität. Und das Ganze ist jetzt dann natürlich das Menschenalter, setzt für das Alte immer das Alter Nieren. Wir spielen eine Rolle, das sind unsere Gedankenwellen, der Kreis, der Kreislauf, der Zeitraum. Jetzt ist schon wieder Zeitraum, führt uns in die Relativität. Wir werden uns jetzt etwas auf die Relativitätstheorie beschränken. Dieses Raum-Zeit-Kontinuum ist ganz einfach zu verstehen. Aber immer nimm dir die Zeiten und die Zeit, du hast alle Zeit der Welt. Das heißt, DR ist die geöffnete Berechnung. Alle logisch generierten Gedankenwellen sind, da steckt der Sinus schon mit drin, Sinusöffnungen einer reinen, rationalen, einer berechneten Generation von Bildern, nochmal Beilet, wenn wir das hebraisieren, das heißt im Kind erweckte Existenz. Beilet heißt im Kind korrektes Hebräisch und R end sind erweckte Existenzen im ewigen Hier und Jetzt. Du musst dich irgendwann einmal lösen, dass du meinst, das ist Zufall. Es gibt in meiner Schöpfung keine Zufälle. Mit Zufällen arbeitet die Naturwissenschaft, das Gesetz der großen Zahl, alles, was sie sich nicht mit ihrer primitiven, trockennasenaffenlogik erklären können, ist ein Zufall. Der Ursprung ist die absolut heilige Einheit. Jedes Wort stellt eine göttliche Schöpfungsformel. Denk wieder an vor, haben wir es immer drauf eingegangen. Ist immer zuerst einmal ein Spalten, ein Trennen von Gestalten. Formell. Dar, dr. Das ist die Öffnung deiner Berechnungen, aus der sich gedachte Phänomene generieren, diese geöffneten Berechnungen. Wie war das bei uns am Lesch? Es gibt einen Urgrund, einen immer seinen Urgrund, aus dem hier alles auftaucht. Und das, was auftaucht, sind eigentlich nur Phänomene. Mach dir das noch so
real erscheinen. Jetzt musst du nur wissen, was Realität ist, was die Naturwissenschaft nicht weiß. Ich wiederhole, für einen Naturwissenschaftler, für einen normalen Trockennasenaffen, ist Realität eine Welt da außen, die auch unabhängig von diesen Denker existiert. Es ist eine Gedankenwelt, die auch dann existieren soll, wenn keiner da ist, der sich die ausdenkt. Und das ist jetzt hundertprozentig sicher. Lass diesen Satz auf dich wirken. Und ich definiere Realität. Realität ist jede von dir sinnlich gemachte Wahrnehmung, die unterscheidet sich in keinster Weise von einem nur gedachten Information. Du bist nur in einem höchsten Zustand der Vergessenheit, wenn du was sinnlich wahrnimmst, weil dann bist du felsenfest davon überzeugt, dass du mit dem, was du jetzt anschaust, nichts zu tun hast. Ich könnte jetzt sagen, dass du mit dem, was du dir jetzt ausdenkst, nichts zu tun hast. Okay, jetzt haben wir, jedes Wort ist diese Schöpfungsformel. In meinen Upanishaden, welch ein Zufall, heißt es, vor Beginn der Schöpfung gab es nur Brahman. Das Absolute, das Unendliche, das Ewige. Dieses Absolute wird als unendliches Meer dargestellt. UB 86 El Hayom, der biblische Name, Bereshit Bara El Hayom. Inmitten dieses Kopfes erschafft Gott das Meer. Seine geöffneten Berechnungen. Das sind die DR, diese Generationen. Und das sind unsere Gedankenwellen, wie ich das nenne. So wie sich immer im Meer alles in und auf dem Meer abspielt, erlebst du in deinem Individualbewusstsein die von dir aufgeworfenen Gedankenwellen, deiner momentanen Traumwelt. Immer dran denken, Mom, da haben wir die 2 mm vom Wasser, Memim, mit dem O, mit dem Kreisen, und das ist das hebräische Wort für Fehler, unter anderem. Das heißt, sobald du dir was ausdenkst, fehlt es in dir, wenn du meinst, es ist da außen und du hast damit nichts zu tun. Wenn ich das bewusst mir ausdenke, weiß ich, obwohl ich es mir ausdenke, ist es trotzdem in mir drin, dann entheilige ich mich nicht. Ja. Okay? Und jetzt haben wir den Derek. Danke. Das Tark. Und das ist jetzt der Weg, wenn ich sage, wahrlich, ich bin der Weg. Wenn wir das Wort Weg jetzt rot nehmen, dann stehen die einzelnen Buchstaben W für eine doppelt aufgespannte Energie des Geistes. Und eine doppelt aufgespannte Energie des Geistes, das ist Plus und Minus oder Wellenberg und Wellendal gleichzeitig. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und ich erinnere an den kleinen Vers meiner Gebote. Oder ich mag es mal anders. Wir gehen hier, wenn die Schlange kommt, der Wahrsager, die Nachasch, der die Wahrheit spricht. Das wird hier das hebräische Wort für Schlange. Ich will da nochmal ganz drauf hingehen. Da kommt eine Nachasch. Das ist ein Wahrsagen. Und der sagt, wenn du vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse isst, dann wird dir die Augen aufgehen, ein Licht aufgehen und du wirst sein wie Gott. Das heißt, wenn du den Berg und das Tal gleichzeitig siehst, wenn du begreifst, dass Hell und Finster bloß gleichzeitig sein kann. Ich fange jetzt nicht nochmal an, wenn ich sage, denk dir Erdkugel, die von der Sonne angestrahlt wird. Okay, das ist also unser Weg. Und das heißt eigentlich, dort das Kaf am Ende in einem hebräischen Wort immer ein Suffix ist, das auch heißt dein, ein besitzanzeigendes Fürwort, dann heißt es deine Generation. Das ist der Weg. Ein ständiger Gang, ein Wandel, eine Lebenswandel, aber auch aufspannen und hineintreten. Es schreibt sich dann Dorak mit einem Waff dazwischen. Deine Generation, ganz simpel und einfach. Drum sage ich, IUB bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal. Scham ist natürlich ganz die logische Gestaltwerdung Gottes. Das ist ja das hebräische Wort zum einen für Wort. Name eigentlich genau genommen. Wort ist ein doppelt aufgespannter Wort. Schem, spricht man das dann aus mit der E-Vokalisierung. Wenn ich Scham sage, heißt es dort. D-Ort ist ein geöffneter Ort. Und jeder geöffnete Ort ist ein doppelt aufgespannter Ort, weil wir Wellenberg und Wellendal bleiben, in dieser Metapher. Der zum ewigen Leben führt und wenige Medim, Menschen, Leute, Trockennasenaffen, lass die Toten ihre Toten begraben, sind es, die ihn finden. Du bist einer davon, sonst wäre ich nicht in dir aufgetaucht. Interessant ist natürlich jetzt, dass das Wort Finsternis, die Dunkelheit, das erste Mal ganz am Anfang in der Torah ist, nach dem Tohuwabohu. Am Anfang war das Tohuwabohu, da war nur Finsternis. Das schreibt sich hier Kasch,
Das heißt, Eilen, Empfinden, Füllen, sich beeilen. Das ist also eine lichtgeschwindige Bewegung. Du kannst das extra nochmal nachschauen, ich will mich nicht so aufhalten. Und mit auch wieder mit einem Kaff am Ende. Kaschak, jetzt haben wir die Finsternis. Jetzt wird es natürlich ganz interessant, dass diese Finsternis, die Dunkelheit, die Unwissenheit darstellt. Aber dass dieses Kasch als Einzelsilbe auch Sinn und Gefühl heißt. Es erzeugt in dir praktisch einen Sinus, ein Sinusgefühl. Der Geist, dieses Gehirn scheint, wenn ich immer sage, Geist, blau geschrieben, ist eigentlich nur Intellekt, fängt etwas angeblich zum Fühlen an. Das, was eigentlich gar nicht funktionieren kann, weil bloß immer der Geist, was fühlt nie ein Gedanke von dir, kann nichts fühlen. Und jetzt nehmen wir hier, ich habe in einem der Updates, bin ich schon drauf eingegangen, auf diese Netflix-Serie Dark. Da geht es um Zeitreisen. Und das ist jetzt After Show, heißt es, da wird jetzt diskutiert. Das sind zwei Schauspieler, da habe ich den kleinen Trailer reingestellt. Das sind praktisch im Film, ist es der Junge und der Alte, also dasselbe Mensch, nur in zwei verschiedenen Reifenstufen, die durch Zeitreisen auf sich treffen. Interessant ist jetzt hier, diese Kleine hier, schauen wir mal ganz kurz, wer das ist. Das ist Physikerin und Philosophin Sibylle. Wie heißt sie? Anderl. Jetzt ist natürlich immer wieder, wenn ich schon so ein Junge, das ist natürlich jetzt alles ausgedacht, das ist ein Pixelmännchen, dass dir immer klar sein muss, selbst wenn du jetzt junge Leute, die in dir auftauchen, egal ob die real sind oder ob das nur Pixelmännchen sind, wenn du dich informierst, 25, 30er, 35-Jähriger, du wirst feststellen, wenn du jetzt 60, 70 bist, dass du mit einem 30-Jährigen ganz anders umgehst wie ein 30-Jähriger mit einem 70-Jährigen. Weil die 30-Jährigen oder schon die 20-Jährigen, die meinen immer, die sind so unheimlich gescheit, als wenn du von deinem Leben schon was wissen könntest, wenn du erst ein Drittel davon gelesen hast. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Und was dir eins klar sein muss, wenn wir wieder Zeitfenster aufspannen, dass jeder, der irgendwas studiert, jeder junge Doktor oder Professor mit 30, 35 Jahren, dass der eins zu eins das rezitiert, was man ihn an der Universität eingehämmert hat. Und du kannst jetzt in deinen geistigen Archiven ganz leicht überprüfen, dass zu allen Zeiten, die du dir ausdenkst, was anders als Wirklichkeit angesehen wurde. Ja. Und ich weise immer wieder darauf hin, Peter, erinnere dich an dein Problem als Lehrer, wo du sagst, ich als Lehrer muss jetzt bei mir in der Schule den Kindern das heliozentrische Weltbild erklären. Und ich habe einen riesen Konflikt, weil ich mittlerweile durch Holofilling weiß, dass die Erde gar keine Kugel ist, die sich um die Sonne rumdreht. Du weißt, wie wir das Problem aus der Welt geschafft haben wieder. Ja, dass genau. Ich gesagt habe, gibt, wie immer, auch dieser Satz, gibt des Kaisers, was des Kaisers ist. Das heißt, lehre das, was deine Schulbehörde dir vorschreibt, dass du lehren sollst, aber verkauf es deinen Schülern nicht als Dogmen und als eine absolute Weisheit, sondern weise sie darauf hin, dass du sagst, zu allen Zeiten ist man immer davon ausgegangen, dass das, was man zur Zeit glaubt, schon der Weisheit letzter Schluss ist. Vor 600 Jahren, so hat man uns das beigebracht, hat man felsenfest geglaubt, die Welt ist eine Scheibe. Und dann kommt der Erste, der behauptet, die Welt ist eine Kugel, den wollten sie verbrennen. Mittlerweile glaubt man, die Welt ist eine Kugel. Und wenn jetzt einer kommt und der behauptet, die Welt ist keine Kugel, ist natürlich auch wieder ein Spinner. Zu allen Zeiten dasselbe Spiel, weil man zu allen Zeiten in dem Wahn gelebt hat, dass das momentane Wissen schon der Weisheit letzter Schluss ist. Und du verkaufst jetzt den Stand des Wissens nur mit einem feinen Unterschied, dass du das nicht als ein hundertprozentig sicher bewiesenes Faktum ansiehst. Es ist ein logisches Konstrukt, das für denjenigen logisch ist, der das eben logisch sieht, weil man ihm diese Logik einprogrammiert hat. Übrigens real in keinster Weise zu überprüfen. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das heliozentrische Weltbild in deiner Realität, in deinem Gesichtsfeld real erscheinen zu lassen, so wie ich Realität definiere. Du kannst Computeranimationen machen. Es ist ein reines Konstrukt. Sehen kann das keiner, auch kein Astronaut. Der als ein Gedanke von dir sowieso bloß das sehen kann, was du wiederum glaubst, dass der sieht, wenn der da oben ist. Immer dran denken, die Gedanken aller Menschen, die du dir denkst, sind letztendlich deine Gedanken. Jeden Menschen, den du dir denkst, der wird das denken und tun und erleben oder erlebt haben, was du jetzt denkst. Und wenn du den Menschen nicht denkst, existiert dieser Mensch nicht, dieser Trockennasenaffe. Und was nicht existiert, kann auch nichts erleben.
Erleben du den Traum nur der Geist, der träumt, und das bist du. Okay, das ist jetzt einmal die kleine Einführung und jetzt lassen wir das einmal laufen, weil das nämlich sehr interessant ist. Ich würde es immer wieder kommentieren. Diese Physikerin geht jetzt immer wieder in diese Fantasiegestalt mit Raumzeitreisen. Das ist der Stand der Technik und wir werden jetzt das komplett entlarven, geistreich gesehen mit Fakten, was die Ursache ist der Probleme. Theoretisch möglich, wenn man Zeitreisen könnte, dass man vor sich selbst steht und sagt, tu es nicht oder tu es. Also theoretisch ist es möglich. Grundsätzlich hat man zwei verschiedene Arten von Problemen mit Zeitreisen. Die erste Art von Problemen sind logische Probleme und die zweite Art von Problemen ist natürlich die physikalische Realisierbarkeit. Das ist jetzt das erste Mal, es sind alles logische Probleme. Ich habe schon gesagt, es sind mathematische Probleme, weil alle Probleme bauen auf deinem gelernten Wissen auf. Mathe ist das gelernte Wissen und die Mathematik ist das gelernte Wissen von Dummköpfen, die geistlos rezitieren. Nochmal, um das zu unterstreichen, wir können das Spiegelwort Automatik machen, des Autos ist das selbst und die Automatik ist ein vollkommen geistloser Mechanimus, der einfach reagiert, der weiß aber nicht, was er tut und warum er das macht und ein Mathematiker ist nichts anderes. Und das logische Problem, das wird ja sehr prominent oft als Großvaterparadoxon beschrieben. Da komme ich gleich nochmal drauf, logische Phänomene existieren nur für denjenigen, der eine unvollkommene einseitige Logik hat. Darum erwähne ich immer wieder jedes Denksystem, ich könnte auch sagen jeder Glaube, der im Widerspruch zu irgendeinem anderen Denksystem steht, ist nur eine Perspektive der heiligen Weisheit von IQB. Das ist jetzt das ein Beispiel. Und dann entstehen logische Probleme, dass der eine nicht bereit ist, die Logik des anderen nachzuvollziehen. Man kann das so schön und einfach kindergartengerecht darlegen mit diesem das ein Beispiel. Und ich sag dir jetzt als erstes, jeder, den du dir ausdenkst, sollte es den geben, wenn du ihn nicht denkst. Der hat von seiner Perspektive recht. Er wird mit seiner Logik recht haben. Es kann dir jeder Mensch, egal was er behauptet, mit seiner Logik vollkommen logisch erklären, dass das, was er glaubt, richtig ist. Aber es heißt nicht unbedingt, dass das diese Meinung alle haben müssen. Aber die, die eine andere Meinung vertreten, haben nur eine andere Logik. Darum sind es logische Probleme. Aber jetzt kommen wir zu dem Großvaterparadox. Und das Großvaterparadox ist eine große, große Falle, wie ich immer so schön bewusst sage, von dem scheiß Drecks unbewussten chronologischen Denken. Dieses Trennen, dieses Verstreuen von Gedanken, dass du Gedanken, die jetzt nur sind, weil du sie dir denkst, dass du die um dich rum in Raum und Zeit verstreust und dir das nicht bewusst ist, weil irgendwas in dir drin ist, das ist nämlich dein fehlerhafter Glaube, den du nachäffst, der Glaube deiner Lehre und deiner Erzieher, die wir uns jetzt ausdenken, der dir einredet, dass du mit dem, was du dir ausdenkst, nichts zu tun hast und dass das woanders ist. Es ist simpel, es ist einfach simpel. Versteh das, wenn du jetzt an den Mond denkst, ist der Mond nur, weil du ihn denkst. Und er ist so weit von dir weg, wie du ihn dir wegdenkst, obwohl da außen überhaupt nichts ist. Halte verdammt nochmal das zweite Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da droben am Himmel. Du darfst dir was ausdenken, aber immer mit dem Bewusstsein, dass es nur deshalb ist, weil ich es denke. Ich denke mir das jetzt imaginär, irgendwo hin. Aber in Wirklichkeit ist es nur hier und jetzt meine eigene Information. Das heißt, es ist genau die Situation, dass man in der Zeit zurückreist, seinen Großvater trifft, bevor er den Vater oder die Mutter gezeugt hat, und man dann im Prinzip natürlich den Großvater umbringen könnte. Das heißt, dann würde man seine eigene Existenz unmöglich machen, was dann wiederum die Zeitreise natürlich verhindert hätte, und dadurch kommt man in so einen logischen Zirkel, aus dem man nicht mehr rauskommt. Sowas darf natürlich nicht passieren, wenn man davon ausgeht, dass es eine Vergangenheit gibt. Aber alles andere würde ja keinen Sinn machen. Das ist jetzt das, was ich immer wieder sage. Wenn man davon ausgeht, dass es nur eine einzige Vergangenheit gibt. Ich gehe einen ganzen Schritt weiter mit Holophilie. Ich erkläre dir jetzt, dass es überhaupt keine Vergangenheit gibt, wenn du dir keine Vergangenheit denkst. Vergangenheit ist einfach ein Gedanke, den du jetzt denkst. Es kann nur hier sein, es wird hier und jetzt irgendwas in die Vergangenheit gedacht. Wir denken uns jetzt einmal Neandertal in die Vergangenheit. Genauso kann ich mir Osterhasen nach München denken. Was jetzt wichtig ist, dass du zerst, da werden wir jetzt genauer darauf eingehen, dass dieses Raum-Zeit-Kontinuum, das angeblich, habe ich aus das Buch heraus, ein Albert Einstein postuliert hat. Wie war das nochmal? Die Gedanken aller Menschen, alles, was jemals ein Mensch gedacht hat, sind deine Gedanken, weil der Mensch ja erst in dem Moment hier und jetzt in deinem Kopf zu existieren anfängt, wenn du an den Menschen denkst. Und du bist dann auch derjenige, der sich denkt, was der gedacht hat oder was er entdeckt hat. Den Schuh musst du dir anziehen, mein Kind.
verschiedene Vergangenheiten können nicht in die gleiche Gegenwart hineinführen. Das ist jetzt dieser Satz. Verschiedene Vergangenheiten können nicht in die gleiche Gegenwart hineinführen. Ist zwar raumzeitlich logisch gesehen vollkommen logisch, aber es ist vollkommen geistloser Bullshit, weil eine Vergangenheit, die ich mir jetzt denke, nicht aus der in die Gegenwart hineinführt, sondern aus dieser Gegenwart herausgedacht in die Vergangenheit gedacht wird. Das heißt, alle Vergangenheiten entspringen aus der Gegenwart und werden hier und jetzt von der Gegenwart in eine imaginäre, hier und jetzt seiende Vergangenheit gedacht. Es ist aber eine Vergangenheit. Ohne Gegenwart gibt es überhaupt nicht. Mach dir bewusst, dass ich jetzt von hundertprozentig hier und jetzt sofort überprüfbaren Fakten spreche. Das große Problem, dass ich von, ich sage mal, von Geistesfunken, von unreifen Geistesfunken, immer wieder höre, das verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht. Ich sage, da gibt es nichts zu verstehen. Schau einfach, was jetzt in dir passiert. Wo ist die Vergangenheit, die du jetzt denkst? Es ist so unheimlich logisch, wenn du sagst, ich stamme von meiner Mutter ab. In dem Moment ist dieses Ich, das du zu sein glaubst, ein Gedanke, den du jetzt denkst, und deine Mutter ist auch ein Gedanke, den du jetzt denkst. Diese Information stammt von dir Geist ab. Und wenn du jetzt sagst, meine Mutter hat mich auf die Welt gebracht, dann denkst du dir jetzt ein Trockennasenaffenweibchen in die Vergangenheit, das jetzt gedachterweise in der Vergangenheit ein Trockennasenäffchen auf die Welt gebracht hat, wo du sagst, das bin ich. Nein, du bist der, der sich das jetzt ausdenkt. In der Vergangenheit war überhaupt nichts. Es passiert immer jetzt. Und da muss ich nichts verstehen. Ich muss nur schauen, hör dir die Worte an und schau, was für Vorstellungen diese Worte jetzt in dir auslösen. Und das ist natürlich immer wieder so eine Sache, das kann ich nicht oft genug sagen. Mit wem unterhältst du dich jetzt? Wen hörst du jetzt eigentlich zu? Hörst du dem Pixelmännchen zu? Schau mal, aus dem Nichts habe ich jetzt drei Personen erschaffen. Sind das Personen, was du siehst? Also das Pixelmännchen alleine kann es nicht sein. Ich weise immer wieder darauf hin. Da gibt es nichts zu verstehen. Mach dir jetzt bewusst, was jetzt da ist. Jetzt ist ein Monitor da und du hörst Geräusche, die eindeutig mit Sicherheit keine, was du nennst, eine menschliche Stimme ist. Das Pixelmännchen, das du vor dir siehst, das du dir jetzt ausdenkst in deinem Traum, ist kein Mensch. Mit wem unterhältst du dich jetzt dann? Wen hörst du eigentlich zu? Den Udo? Wo ist der Udo jetzt, den du dir ausdenkst? Der wird da sein, wo du ihn dir hindenkst. Aber in Wirklichkeit ist das jetzt deine Information. Der Udo, den du dir jetzt denkst, der ist nur in deinem Kopf. Muss ich jetzt da was verstehen? Brauche ich da intellektuelles Wissen dazu? Das hat nichts mit Wissen zu tun. Wissen macht dich unheimlich blind. Ja. Nochmal, Hulu Feeling redet nur von dem, was jetzt ist. Darüber gibt es nichts zu diskutieren. Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Die Frage, ob das, was ich jetzt die ganze Zeit erkläre, ob das stimmt oder nicht stimmt, hat nichts mit Wissen oder Glauben zu tun. Schau einfach, was ist. Geh die Gedankengänge mit. Und dann wirst du merken, dass das, was jetzt von uns bewusst ausgedachte Physiker erzählen oder Historiker erzählen, historische Fakten. Wenn du mal ein paar hundert, ein paar tausend Selbstgespräche angehört hast, das ist das größte Oxymoron, der größte Widerspruch in sich selber. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Das bedeutet das Wort Fakt. Ja. Es gibt keine historischen Fakten. Das Faktum besteht darin, die Tatsache, die Tat besteht darin, dass du jetzt in diesem Moment an irgendeine Vergangenheit denkst. Aus welchem Grund auch immer. Wenn du an der Vergangenheit denkst, natürlich nur. Das ist die Tatsache, das ist das Faktum. Aber nicht, dass diese Information, die du jetzt in dir erschaffst, dass die schon in der Vergangenheit war, bevor du sie jetzt gedacht hast. Das ist kein Faktum, das ist ein logischer Trugschluss. Ja. Gut. Und von daher, das ist das logische Problem, ist die Frage, was kann man da machen, um da rauszukommen? Heißt das, es gibt gar keine Zeitreisen? Nee, es gibt Lösungen. Die erste Lösung ist, dass man sagt, die Welt muss einfach so beschaffen sein, dass man auf diese logischen Widersprüche überhaupt gar nicht kommt. Und das kann man auf zwei Arten erreichen. Entweder man sagt, man schafft den freien Willen ab. Das heißt, ich kann meinen Großvater gar nicht umbringen wollen. Genau. In dem Fall. Das heißt, man würde sich einfach so verhalten, dass es logisch ins Bild passt.
man würde es nicht anders wollen, der freie Wille ist nicht mehr da. Die andere Möglichkeit wäre, dass man so eine Art kosmische Zensur einführt und sagt, die Dinge passieren einfach so, dass sich zum Beispiel so ein Mord einfach nicht ereignet, dass man abgelenkt wird, ausrutscht, keine Ahnung, solche Geschichten halt. Mhm. Und dann ist halt die Frage, was findet man besser? So eine kosmische Zensur ist ein bisschen unplausibel. Von daher ist dann erstmal so die Idee, dass man auf die freie Willen-Thematik kommt. Das ist ja dann auch das, was hier in der Serie sehr, sehr wichtig ist. Das ist jetzt so eine Sache mit, man schafft den freien Willen ab. Inwieweit hat ein Gedanke, den du dir ausdenkst, einen freien Willen? Kann irgendein Mensch, irgendein Gedanke, den du denkst, anders sein, wie du ihn dir ausdenkst? Ich gehe jetzt von der göttlichen Ebene aus. Göttliche, ein Gott definiere ich jetzt, wir müssen zuerst einmal wissen, was Gott ist. Als Gott definiere ich zuerst einmal den Schöpfer von irgendwelchen Gedankenwellen. Gott ist natürlich selber immer, das heißt, er zerteilt sich selber durch seine Divisionen in viele verschiedene Unterschiede, in Wellen, in Spritzen mit Oberwellen, die er letzten Endes selbst ist. Es ist sein eigenes Meerwasser, das er jetzt an der Oberfläche, ohne dass sich die Wellen lösen können, von dem der immer ist. Es wird einfach nur, ich nenne es immer oft auch eine Hüllkurve. Mein einfachstes Beispiel, 200 Gramm rote Gnede und die Form. Es bleibt immer 200 Gramm rote Gnede, egal welche Form du der Gnede gibst. Es ist immer dasselbe Meer, egal ob das Ding wogt, ob das dobt, ob das stürmt, doben, T oben. Da ist es O mit BN, mit der Bolan-Existenz. Das ist auch so eine Sache hier mit dem Calvinismus, wo wir schon angesprochen haben, mit der Determiniertheit, mit der Vorherbestimmtheit, dass das, was eine Figur macht, in keinster Weise entscheidet, ob sie in die nächste Ebene, ins Himmelreich kommt oder nicht. Das heißt, das kann einer Motten lügen, stehlen und der kommt ins Himmelreich und einer kann nur Gutes tun und der kommt nicht hin. All das ist dasselbe wie mit dem Großvater-Paradox, ist das Hauptproblem. Es liegt an der chronologischen Kausalität. Sobald sich dein Geist erhebt in die Transversale und du begreifst, dass diese Schichten, die ich stichwach erklärt habe, immer alles hier und jetzt ist, diese Buchmetapher, Bücherregal, Buchseiten, Zahlen, Worte, Vorstellungen, die die Worte auslösen, dass das immer jetzt passiert, ist es schon vom Tisch. Das heißt, was hier versucht wird, es wird mit aller Gewalt, mit einem fehlerhaften Denksystem, dieses Denksystem am Leben zu erhalten mit Argumentationen, das gar nicht wert ist, dass es am Leben halt wert. Du musst es erweitern, du musst es vervollkommnen. Das heißt, die Trugschlüsse, die entstehen durch chronologisches Denken, dass ich irgendwas in der Vergangenheit getan haben könnte oder dann gar in die Vergangenheit reisen, du wirst merken, die heben jetzt vollkommen auf und lassen dabei die Physik unangetastet, weil komischerweise, was ich immer wieder erwähne, das wird jetzt aber viel zu weit führen, dass die Formeln in den Physiksammlungen alle stimmen, es sind bloß kleine arithmetische Fehler drin. In der Einstein-Formel, das kannst du in die Holofilling-Schriften nachlesen, die spezielle Relativitätstheorie, die stimmt auf den Punkt. Das habe ich sehr laienhaft im Buch 8 erklärt. Das so sein. Das ist der Trugschluss, da komme ich gleich drauf. Wir hören uns das einmal noch ein bisschen an. Also könnte man eigentlich sagen, dass der ältere Jonas die Personifizierung dieser Zensur ist. Weil ich weiß nicht, ob du den Text noch so drauf hast. Du sagst ja auch, du denkst, du bist frei und du kannst dich hier entscheiden, wie du willst, aber das stimmt überhaupt nicht. Wir folgen immer demselben Pfad, immer weiter. Und der ist ja sozusagen die Manifestierung dieses Gedankens. Das ist der Tark. Das ist der Weg. Es ist dein Weg. Ich symbolisiere das ganz einfach, dass ich sage, du musst die Ebene, das sind verschiedene geistige Ebenen, das sind die vier Ichs. Wenn du die vier Ichs verstehst, ist eine Figur, die du dir ausdenkst, was anders wie der Mensch. Das Programm praktisch, das diese Figur erschafft in sich selber, indem das Programm sagt, das bin ich. Das ist immer, der Dark ist zuerst einmal in Bezug auf Trockennasenlaufen eben, wir nehmen das Programm, der Mensch ist ein ganzes Menschenleben und wir sagen, das beginnt auf der Seite 1 als Säugling und es endet irgendwo auf der Seite 80, 90 als Greis und dann löscht sich das Leben wieder aus. Dieser Mensch ist das komplette Leben, nicht nur die Personifizierung auf den verschiedenen Seiten. Auf der Seite 20 erlebst du das als 20-Jähriger. Es tauchen auf der Seite 20 auch Gegenstände und andere Trockennasenaffen auf. Die werden aus demselben Programm heraus generiert, bloß dass dann deine Logik sagt, das bin ich nicht. Du denkst dir jetzt den Trockennasenaffen, der jetzt vom Computer sitzt und sich
dieses Video anhört. Du denkst dir jetzt einen Udo und die Feddings, den Margot und den Beda aus. Du denkst dir alle aus. Du denkst dir diese Pixelmännchen beziehungsweise die Menschen unbewussterweise, die hier gefilmt werden, jetzt irgendwo anders. Die denkst du dir jetzt genauso aus wie den, der jetzt vorm Computer sitzt, wo du sagst, das bin ich. Dass das passiert, das macht dein blaues Ich, das macht das Menschenprogramm, diese Logik in dir, diese extrem fehlerhafte materialistische Logik. Ich sag dir nur, du bist der, der sich das ausdenkt. Und du weißt, jetzt muss ich genau werden, dass ich sag, der bist du auch nicht, du bist jemand, ein Geist, der sich jetzt jemand ausdenkt, der sich selbst als Trockennasenaffe denkt und sich diesbezüglich auch andere Trockennasenaffen ausdenkt. Es gibt dann gar keinen freien Willen. Ja, das ist ja es gibt keinen freien Willen. Ich nenne das, dass das, was du hier siehst, inklusive der, der jetzt vom Computer sitzt, es sind Protagonisten in deinem Traum. Und ein Traum ist eine festgelegte Geschichte. Es ist wie mit einem Roman. Wir können das dann komplizieren, ein Film, ein Videospiel, dann wird es etwas interaktiver, aber das Prinzip des statischen Festgelegtseins dessen, was auftaucht. Ich sage immer wieder, wenn du ein Videospiel DVD einer offenen Welt in deinen Computer reinhaust, alles, was prinzipiell auf den Computer auftaucht, alle Geräusche, die aus dem Lautsprecher kommen, die sind auf dieser DVD in dem statischen Kontinuum auf einer tiefen Ebene schon da, bevor das Zeug auftaucht. Alles, was du jetzt hörst, war in dir schon drin, wie du von Holofeeling noch gar nichts gewusst hast. Ich könnte jetzt sagen, wie der du zu sein geglaubt hast, in die Schule gekommen ist, war das schon in dir Geist drin. Du warst halt bloß auf der Seite 6. Genau. Beim Lesen. Da ist noch so ein riesengroßes Stück Leben. Ist natürlich schön, wenn man jetzt wie die Feddings hier auf der hinteren Seite ist, geht man viel leichter mit den Sachen um. Stimmt. Vor allem, wenn Holofeeling in einen auftaucht und man erklärt bekommt, was eigentlich Sache ist. Es geht hier nicht um das blaue Wort Glauben, um dieses Blinde für Wahrheiten, was die Naturwissenschaft macht. Immer wieder, wenn ich erwähne, es sind die ganzen bewiesenen Fakten, die Axiome der Naturwissenschaften hat mit wirklichen Fakten in Form von hier und jetzt überprüfbaren Tatsachen nichts zu tun, die bestätigen mit Experimenten ihre logischen Konstrukte. Aber das, was sie jetzt interpretieren in diese Ergebnisse der Experimente, das heißt, das, was sie sehen, ist nicht das, was wirklich da ist. Und ich erwähne nochmal das Wort Expari, heißt, es tritt ein um dich herum, das Pari heraus, griechisch, und dieses Experiment, das Wort Ment heißt Lügen verbreiten, sich etwas überlegen, über sich drüberlegen, das sind deine Gedanken, wenn du immer bist, und du verbreitest diese Lügen longitudinal, verstreust du das im Raum und Zeit. Nomen ist Omen, im Wort liegt die Vorbedeutung, wenn man die Worte nicht entheiligt. Denk an das, an meine Weihnachtsansprache, wo ich sage, schon mit der Mathematik. Ja. Die Mathematik, mit Mathematik, sagt unser Professor Less, unser Pixelmännchen, werden Häuser gebaut, werden Maschinen gebaut. Ja, ja. Mit dieser Mathematik wird das ganze heliozentrische Weltbild aufgebaut in deinem Bewusstsein. Mit diesem gelernten Wissen. Hätte man dir was anderes erzählt, es ist wieder wie, wenn ich jetzt auch nochmal dir in der Schule und von klein auf erzählt, die Welt ist eine Scheibe, ist es eine Scheibe. Und du wirst den bekämpfen als Schwachsinnigen, der behauptet, die Welt ist eine Kugel. Ja, eben. Dann muss ja unten das ganze Wasser rauslaufen und so weiter und so fort. Wenn ich sage, da muss man so viel Systempyramide mit nachbessern, wenn du in die nächste höhere Dimension gehst. Das ist nur, weil dir was hundertprozentig logisch erscheint, ist es noch lange nicht der göttlichen Weisheit letzter Schluss. Letztendlich ein Schopenhauer-Zitat, was da dahinter steckt. Also man kann wollen, was man tut, aber man kann nicht wollen, was man will. Das ist jetzt ein schöner Satz. Man kann wollen, was man tut, aber man kann nicht wollen, was man will. Das ist festgelegt. Das ist so trügerisch, weil man meint, es ist deine Meinung. Immer wieder alles, was einer sagt, was dir gefällt, ist deine Meinung. Dein Glaube ist deine Meinung. Das ist ein geistloser Schwachsinn, wenn du das glaubst. Dein Glaube ist nicht deine Meinung. Mein Schwammbeispiel. Du suchst dir das überhaupt nicht raus. Kann sich ein Computer raussuchen, was für ein Programm und was für ein Betriebssystem ich aufspiele? Hat er diesbezüglich irgendeine Freiheit? Alles, was du dir ausdenkst, ist so, wie du dir es ausdenkst. Kein Mensch, den du dir ausdenkst, kann sich raussuchen, was du über ihn denkst. Ja, absolut.
Weder eine Merkel, noch ein Trump, noch ein Einstein, noch ein Plato, noch ein Sokrates, noch ein Udo Petscher. Wenn die in deinem Bewusstsein gedachterweise auftreten oder auch real, dann bist du bloß in der höchsten Zustand der Vergessenheit. Wenn die so sein, wie du das mit deinem Wertesystem definierst, und dieses Wertesystem konntest du dir nicht raussuchen. Was dir schmeckt und was dir nicht schmeckt, du kannst nur feststellen, dass es so ist. Dass du permanent kritisierst, rumnörgelst. Ganz wichtig, wenn in dir, in deinem Traum, in deinem Kopf hier und jetzt, egal ob als Pickelmännchen oder real in deinem Gesichtsfeld, irgendeine Person auftaucht, die irgendetwas oder jemanden kritisiert, diese Kritik sagt überhaupt nichts aus über das, was kritisiert wird. Es sagt alles aus über die einseitige Ideale, über die Dogmen dessen, der kritisiert. Aber der kritisiert, da der jetzt nur ein Gedanke von uns ist, ist es eigentlich wie wenn du an ein Programm denkst. Das heißt, das Programm äußert sich durch seine Äußerungen. Ja. Ich kann nochmal sagen, du kriegst Reizauslöser und du bist ein Programm. Du bist ein Mechanismus, das ist dein blaues Ich. Ich nenne es immer das Menschenleben als Programm betrachtet, ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Und der Sinn des Lebens ist, dass du deinen momentanen Charakter, wir nennen das einmal Charakter, ich habe das so oft gesagt, das API, dein Charakter, API, das schöpferische Wissen deines Intellektes, das ist API. Kann man wieder rot-blau machen, schau mal, wie schön das passt. Die Schöpfung, schöpferisch, das Wissen von etwas, Intellekt, das schöpferische Wissen deines Intellektes, wenn wir das blau lesen. Rot gelesen ist es natürlich der geistige Schöpfer mit der absoluten Weisheit und das ist ein Gottes, ein bewusstes Gotteskind. Ayin heißt übrigens nicht existierend. Ja. Das heißt, es kann nicht in Erscheinung treten als Gott. Ja. Sobald was in Erscheinung tritt, ist es eine vergängliche Gedankenwelt. Das ist der Charakter. Und du hast deinen momentanen blauen Charakter, das heißt das schöpferische Wissen deines Intellektes, das du zum Denken benutzt hast, du zu durchschauen. Das magst du in diesem Menschenleben, dass du peu à peu, Moment für Moment, so wie du jede Seite, wenn du ein Buch liest, jetzt anschaust. Jede Seite schaust du jetzt an, jedes Wort schaust du jetzt an und sprichst du jetzt aus. Ich könnte sagen, das denkst du jetzt. Und jeden neuen Gedanken, den du denkst, der zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist wie wenn wir die Gnede umformen. Ja. Ich hoffe mal, dass nach 15, 20 Jahren Holofeeling-Studium hier diese einfachen Metapher dann wirklich einleuchten. Es sind Kindergarten-Metaphern, die wirklich jeder 13-Jährige nachvollziehen kann, wenn er kein Ego, kein Wissen in sich hat, sich dagegen spreizt. Ja, so ist es. Genau. Drum ist es das Wollen. Mit Wollen hat es nichts zu tun, was dir schmeckt. Du kannst nur feststellen, wie du auf Sachen reagierst, was dir gefällt. Ob das logisch ist, von einer höheren Logik aus gesehen, wenn ich jetzt wieder ganz spontan mir meine zerrissenen Jeans einfall, das sind Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Wie unendlich krank ist jemand, der ein Kleidungsstück kauft und dreimal so viel bezahlt, bloß weil es kaputt gemacht wurde vorher. Weil irgendjemand, weil er sich irgendwie ein Virus eingefangen hat, dass das schön ist. Du empfindest es dann auch schön. Ja, klar. Und ich habe so oft gesagt, wenn du jetzt in deine geistige Archive gehst und dein eigenes Leben hier und jetzt zurückerinnerst, das ist nur wie wenn du in dem Buch, wo alle Seiten gleichzeitig sind, jetzt von der jetzigen Seite zurückblätterst. Und dann schaust du mal, was du vor, wenn du älter bist, wie die Margot, was du in die 70er Jahre für Frisur gehabt hast. Du musst dir nur in die geistigen Archive, was für Kleider du getragen hast, oder dann in die 80er Jahre, wenn du in die 70er, 80er Jahren in die Diskothek gegangen bist, was da in ist, was da in war an Frisuren, an Klamotten, das wirst du heute überhaupt nicht mehr schön empfinden. Aber es war damals genauso normal schön wie das jetzige, was du als normal schön ansiehst. Stimmt. Das unterliegt einen ständigen Wandel. Stimmt. Aufpassen. Das wird in dem Buch ein bisschen abgeändert. Der Fremde, Jonas, der ältere Jonas, sagt immer, wir denken, wir sind frei in dem, was wir tun, aber wir sind nicht frei in dem, was wir wollen. Schöner Satz. Wir denken, wir sind frei in dem, was wir tun, aber wir sind nicht frei in dem, was wir wollen. Ein Müssen. Das ist es Müssen. Und die Freiheit, die du eigentlich hättest, die benutzt du nicht.
Es gibt im Hebräischen verschiedene Wörter für Freiheit. Wir schauen uns mal eins dieser Worte an. Das ist jetzt das, die Grenzenlosigkeit steht jetzt noch hier dabei. Das freigelassen werden hat was zu tun mit abgesondert sein. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das Gesonderte dieses AB blau gelesen, das Aufblühen oder ist es der Vater, der sich das Ganze anschaut? Was hier interessant ist, dass das meine Freiheit ist, auch meine Nachforschung. Ich muss aus mir herausgehen, zumindest mit meinen Gedanken. Aber schau doch mal, wenn man jetzt hier diese Radixen, die hier wieder benutzt, diese Grundradix, das ist das erste Mal hier das absolut göttliche Kollektiv. Wenn wir es rot machen, ist die absolute Weisheit. Dann haben wir den göttlichen Logos eines bewussten Gotteskindes. Sobald es blau wird, das hast ausgedacht, dann haben wir nur eine spezielle Kollektion, einen speziellen Intellekt, der nur gewisse Denkmöglichkeiten zulässt und alles, was ihm unlogisch erscheint, fängt an zu bekämpfen. Ja. Das ist Liebe deine Feinde, heißt Liebe die Sichtweisen. Sobald einer was behauptet, wo dir die Haare zu Berge stehen, sag, hey, so habe ich das ja überhaupt noch nie gesehen. Du wirst es auch nie akzeptieren, wenn du das bekämpfst. Ja. Die Weisheit wird jetzt zu einem ganz speziellen Wissen von etwas. Der Logos wird einfach nur zu einer Logik. Eine Maschine ist logisch. Aber nicht geistreich. Sie weiß vom Geist nichts. Das ganze Geschwätz über Computerintelligenz. Kann ich immer wieder wiederholen, ein Computerchip wird nie irgendetwas fühlen. Mhm. Er weiß nicht, wer er ist und was er ist. Ich kann den so programmieren, dass er so tut, als ob er es wüsste. Das gilt für alle ausgedachten Dinge, das gilt auch für ein ausgedachtes Gehirn. Weil ich da gerade einfällt, da hat hier Redo jetzt raumzeitlich gesprochen, hat was Schönes über Bewusstsein im Gehirn heute reingestellt in den Chat-Ordner. Das wäre vielleicht ratsam, dem mit dran zu hängen, hier an dieses Update. Okay, jetzt passt doch mal auf, jetzt machen wir hier, wir haben jetzt Chat B, wir machen mal zwei Zweier-Radixen draus. Dieses kollektive Wissen, das praktisch die Weisheit ist, das ist das hebräische Wort für rein. Rei ist ja unser Spiegel, sauber, unschuldig, ich will das nicht so auffächern. Das ist erst einmal hier rot geschrieben. Der Konstrukteur göttlicher Weisheit ist der Chef. Das ist nämlich das Chat und das P ist ja BH, ist ja auch F. Das ist Chef. Das ist der Chef, ist die göttliche Weisheit. Wenn ich das blau mache, ist es nur ein gewisses kollektives Wissen, dass du sagst, du denkst christlich, du denkst muslimisch, schiitisch, du denkst wie ein Zeuge Jehovas oder wie ein Katholik. Das ist schon wieder, hat mit Freiheit überhaupt nichts zu tun. Es wird erst im Roten macht es einem Sinn. Und dann haben wir ja in der Freiheit, das ist jetzt das interessante Ende, das mit Ski und das ist das hebräische Wort für Geschenk. Ja. Das heißt, du kriegst erst einmal ein gewisses kollektives Wissen geschenkt von mir, das ist dein Schwamminhalt. Aber der ist bei Weiden noch nicht der Weisheit, göttlichen Weisheit, letzter Schluss, sondern bloß eine winzige Facette. Du bist als Christ eine winzige Facette von allen Religionen, die ich dir anbiete. Aber wiederum als Katholik nur eine winzige Facette vom Christentum. Oder als Zeuge Jehovas wiederum eine Facette vom Christentum. Wenn ich immer wieder sage, ich frage dich, an was glaubst du? Und du sagst, ich bin ein Christ und ich frage dich, was für einer? Von diesen unendlich vielen Menschen, die sich Christen nennen und komplett unterschiedlichen Sekten angehören. Dasselbe gilt übrigens auch im Buddhismus. Da kannst du auch fragen, was für ein Buddhist. Die haben genauso viele verschiedene Strömungen. Von welchen, die hier mit dem Wedel rumlaufen, dass sie auf keine Ameise draufsteigen, weil sie kein Fleisch essen. Und da gehen mal nach Thailand, die fressen alles, was irgendwie riecht und fleucht. Das sind auch Buddhisten. Das hat also mit dem Buddhismus nichts zu tun, ob du Fleisch isst oder kein Fleisch isst. Wir können da übrigens jetzt noch weiter reingehen, dass wir uns die ersten drei Buchstaben anschauen. Chet Be Shin. Das J hinten hast mein. Siehst du, jetzt kriegst du die Ferien, die Freiheit, den Urlaub, das Erforschen, das Prüfen, das Suchen. Dann heißt es, das ist ja meine Freiheit. Das Urlaub ist natürlich ganz interessant. Da haben wir jetzt nämlich wieder ein Laub mit drin. Das ist ja das, was vom Baum der Kenntnis abfällt. Das ist das Licht in Form einer Schöpfung, A, U, B, einer Schöpfung, einer aufgespannten Polarität. Und jetzt sind wir wieder bei unserer schönen Radix, A und B. Mhm. Eine der wichtigsten Radixen für dich momentan überhaupt. Wenn du sagst, ich glaube,
dann hast du eine Gedankenwelle, GL, die zwangsläufig, wenn man mehrere Gedankenwellen drauf machen, wird es eine Haufe, die wir aufschmeißen. Diese Welle wird jetzt zu einem Trümmerhaufen. Das sind dann mehrere Wellen, die aufeinander aufbauen. Okay? Mhm. Und dieses AUB jetzt, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, kannst du unten auch Schöpfung aufgespannt außerhalb Polar. Das ist deine persönliche Beschwörungskunst. Dieselbe Radix findest du nicht nur in dem Wort Glauben, sondern auch in dem Wort Zauber. Mhm. Ja. Die Geburt der Schöpfung einer aufgespannten Polarität, die erweckt wird. Es ist keine Beschwörungskunst, weil es wird immer alles nur in dem Moment sein, wo du es denkst. Oder wenn du das sinnlich wahrnimmst, wenn du es anschaust. Ja. Aber es bleibt dessen ungeachtet deine Information. Es ist eine Form in dir drin. Mhm. Egal, wo du dir das jetzt hindenkst. Ja. Darum wiederhole ich das immer wieder. Sprich, man empfindet als Individuum die Freiheit, Dinge entscheiden zu können und damit auch in unserer Situation den Lauf der Geschichte, den Lauf der Zeit verändern zu können. Aber es ist eine Illusion. Wir tun es nicht wirklich, denn wir sind so gebaut, auch wenn wir das nicht erfassen, und damit determiniert, dass wir nur das wollen, was die Zeit braucht, damit sie so abläuft, wie sie vorher bestimmt ist. Du bist nur das, du bist so determiniert, dass du nur das zu sehen bekommst, was du jetzt träumst. Inwieweit hat der träumende Geist, dem wir uns jetzt bewusst wieder für uns selbst setzen, eine Freiheit? Wisst ihr, wenn ich tausende Male mein Beispiel wiederhole, dieses parallele Metapherbeispiel zwischen dem träumenden Geist und dem Einfallspinsel. Das ist so wichtig. Du hörst dir immer und immer wieder an, bis du es verstanden hast. Und wenn du sagst, das verstehe ich nicht, da gibt es nichts zu verstehen. Schau einfach, was ist. Nimm einen Pinsel in der Hand, einen Kugelschreiber und schreib was. Und dann mach dir klar, dass der Kugelschreiber sich nicht raussuchen kann, was er schreibt. Ich sage mal, ein Pinsel malt ein Bild. Aber alles, was jetzt geschrieben oder gemalt wird, ist nur deshalb, weil es der Kugelschreiber schreibt oder weil der Pinsel es malt. Okay, jetzt nochmal ein träumenden Geist. Ein träumender Geist träumt, kann der sich raussuchen, was er träumt? Der kann sich das so wenig raussuchen, wie der Pinsel sich raussuchen kann, was er malt. Aber können jetzt die Sachen, die du dir ausdenkst, anders sein, wie du sie dir ausdenkst? Das sind Metaphern, die ich vor 25 Jahren schon erzählt, hier und jetzt natürlich ausgedacht. Ja. Auch jetzt erzählt. Da gibt es doch nicht viel zu verstehen, das ist doch die einfachste Sache der Welt. Jetzt könnte ich wieder sagen, jetzt frag dich, was in dir drin ist, das mit aller Gewalt nicht akzeptieren will, dass jeden, den du dir ausdenkst, dass der so ist, wie du ihn dir ausdenkst und der sich das gar nicht raussuchen kann. Dann frag dich jetzt einmal, sollte das der Fall sein, das hängt von deinem persönlichen Programm ab. Ich unterhalte mich jetzt zwar nur mit dem Geist, der mir zuhört, aber da dieser Geist, der mir zuhört, in unendlich vielen Facetten jetzt gleichzeitig da ist, zumindest in einigen hundert, weil du glaubst jetzt ja der vom Computer sitzt zu sein. Jetzt ist immer die Frage, bist du jetzt der Reto Oberhänsli oder bist du der Peter Fetting? Nein, ich bin der Heiko Druss. Oder die Helga, bist du jetzt nicht die Helga Bender? Oder die Inge Schmidt, oder wie auch immer, jeden Namen, den du jetzt nennst, wirst du feststellen, du wirst die sagen anders, du hast ein komplett anderes Umfeld hier und jetzt. Da kann sie sagen, ich kann ja bloß einsehen, ich sehe jetzt bloß, dass abhängig von dem, der ich zu sein glaube, dieser Intellekt, dieses Programm, das ist wie das Buch, das ich lese, das baut jetzt die Umfeld um mich herum auf. Es ist nur verwirrend, solange du immer wieder dich reingrätschen lässt von deiner raumzeitigen Logik, dann passiert es mit dem Großvaterparadox. Dass wenn ich jetzt in die Vergangenheit reisen könnte, ich sage, das ist schon vom Tisch, wenn du begreifst, dass du dich in dem Moment schon wieder mit deinen Gedanken von dir verwechselst. Du denkst jetzt, du sitzt hier und jetzt vor dem Computer, was würde passieren, wenn ich jetzt zurückgehen könnte in das Jahr 1981? Vorausgesetzt, du hast damals schon gelebt, weil das hängt wieder davon ab, wie lange du glaubst, wie alt du jetzt zu sein glaubst. Du sagst, auf welcher Seite du in deinem Buch bist. Wohlgemerkt, alle Seiten sind immer gleichzeitig da. Das ist eine Illusion, das freie Wille. Ja, das ist eine Illusion. Das macht einen natürlich wahnsinnig. Und wenn man das hinterfragt, und als Spieler ist es dann aber natürlich interessant, weil du weißt, für die Dramaturgie der Serie brauchst du natürlich die Freiheit der Option. Es ist immer wieder, wenn man sich die Mühe macht, wenn man wirklich neugierig ist auf sich selbst und man blättert zurück, die ersten
Vorträge eines hier und jetzt ausgedachten Udo Brösels. Almena, 2001, 2004, 2007. Sehr miese Qualität, gebe ich zu. Wird aber keine Rolle. Und man fokussiert sich auf das, was ich erzähle. Da war das Hauptthema die große Illusion von Freiheit. Dass man glaubt, als normaler Mensch mit materialistischer Logik, man würde irgendwas in seinem Leben selbst bestimmen. Und um das in mein einfachen Beispiel zu bringen, das ist mein Speisekartenbeispiel. Diese Illusion zu glauben, wenn du jetzt essen gehst in ein Lokal, dass du derjenige bist, der bestimmt, was er für sich bestellt. Erkläre ich jetzt nicht nochmal, einfach die Gedankengänge mitgehen, wenn du die Stelle findest, und dann wirst du feststellen, dass man das ganz, ganz leicht widerlegen kann. Man kann alles ganz leicht widerlegen. Zum Beispiel dieses Unmögliche, es ist unmöglich, ein Quadrat mit drei Strichen zu zeichnen. Die Lösung ist unendlich einfach. Und genauso einfach ist es, diese Dogmen zu zerstören, dass du zum Beispiel sagst, ja, wenn es meinen Körper nicht gäbe, dann würde ich ja nicht existieren. Der Körper ist das, was existiert, wenn du an den Körper denkst. Du bist aber auch dann da, wenn du nicht an diesen Körper denkst. Das lässt sich leichter überprüfen wie dieses Faktum. Jetzt müssen wir natürlich spiegeln. Das erwähne ich immer wieder. Aufgrund der Genauigkeit, du kannst nichts überprüfen, wenn du nicht dran denkst. Um etwas zu überprüfen, musst du es zumindest denken. Jetzt kommen wir in dem Jetzt, dass du der Übergang, der Formenwechsel deiner Informationen, immer wenn eine neue Information in dir auftaucht, in dem Moment kannst du dir bewusst machen, dass diese Information nicht gedachterweise vorher existiert hat. Vorher ist ja schon wieder, wenn ich jetzt mir das vorher denke, ist er natürlich schon wieder da, jetzt. Das klingt nur kompliziert, ist überhaupt nicht kompliziert, wenn man schaut, was jetzt ist. Das ist immer wieder, wenn ich in Vorträgen dann so und jetzt denke an deinen Kopf und lang mit dem Finger, den du jetzt denkst, mit dem Zeigefinger der linken Hand auf die Nasenspitze, dann wirst du feststellen, dass der Zeigefinger der linken Hand nicht existiert hat, bevor ich das Wort ausgesprochen habe, und die Nasenspitze und dein Kopf haben auch nicht existiert. Die ganze Zeit jetzt nicht, wo du zugehört hast. Und die ganze Zeit ist kein Ablauf von der Vergangenheit in die Zukunft, sondern ständig hier und jetzt wechselnde Bilder. Sprich, ich kann nicht davon ausgehen, egal wie ich mich jetzt verhalte, es wird eh das Gleiche passieren und ich habe überhaupt keine tatsächliche Wahl, sondern natürlich habe ich... Schön, ich kann nicht davon ausgehen, ich könnte jetzt ja sagen, ich kann nicht aus mir herausgehen. Selbstverständlich, ausgedachterweise kann ich doch aus mir herausgehen. Ich kann mich ja jetzt zum Beispiel in den letzten Urlaub denken, wo ich als Trockennasenaffe war. Dann gehe ich doch aus mir heraus, aus meinem Kopf, gedanklich aus dem Kopf heraus und ich setze mich jetzt irgendwo an den Strand, wenn ich irgendwo an den Strand im Urlaub war. Was nichts daran ändert, dass alles, was ich mir ausdenke, trotzdem bloß hier und jetzt eine Information in meinem Kopf ist. Das ist das Faktum des ewigen Lebens. Habe ich eine tatsächliche Wahl. Das entsteht ja genau in dieser Szene im Krankenhaus, wo Jonas, der junge Jonas, beobachtet, scheiße, da ist ein Junge, ist das mein... Also er hat ja die Frage, ist das mein Vater? Das bedeutet, dass Ulrich mein Großvater ist und... Martha, deine Tante. Das ist doch Schwachsinn. Ich bring Mikkel jetzt wieder zurück und bring alles wieder in Ordnung. Hast du das noch nicht verstanden? Wenn du Mikkel jetzt zurückbringst, dann greifst du in den Lauf der Dinge ein. Dein Vater lernt deine Mutter nicht kennen. Sie verlieben sich nicht. Sie heiraten nicht. Und du? Du wirst nicht geboren. Das funktioniert natürlich nur, wenn man daran glaubt, dass das wirklich alles verändert. Und die spannende Frage ist natürlich, könnte er im Krankenhaus anders handeln? Könnte er zu so einem Widerspruch gelangen? Oder braucht er da seinen älteren Jonas, der ihm sagt, es geht nicht? Das funktioniert natürlich nur, wenn man glaubt. Jetzt sind wir bei dem wesentlichen AOB, bei deiner eigenen Beschwerungskunst. Du darfst den roten Glauben nicht mit dem blauen Glauben verwechseln. Der blaue Glaube ist ein bloßes Fürwahrhalten. Ein bloßes Fürwahrhalten, dass unabhängig von dir da außen eine Welt existiert, auch wenn du nicht dran denkst. Es ist nicht überprüfbar. Ich habe in den ersten Gesprächen, weise ich immer darauf hin, dass ich sage, halt's erst einmal alles für möglich, auch wenn es dir mit einer Logik vollkommen unmöglich erscheint. Aber das musst du irgendwann einmal nicht mehr machen, weil dich bloß noch das interessiert, was jetzt da ist. Und du weißt dann, dass alles, was jetzt in dir auftaucht, dass es in dem Kontinuum in dir drin ist, bevor es auftaucht in dieser Einheit, die aufgrund von Einheit eben nicht wahrgenommen werden kann, weil du nur Unterschiede wahrnehmen kannst. Genau, das war auch meine Frage. Ja. Die Frage ist halt also, ob er wirklich, wärst du nicht da gewesen, hätte er überhaupt das
machen können, hätte es überhaupt weiß ich, oder wie hätte der ältere Jonas sich verhalten? Hätte er ihn dann vielleicht versucht, gewaltsam daran zu hindern? Denn seine Mission ist zwar, er weiß das, er ist vom Wesen ähnlich, aber er hat so einen Wissensvorsprung. Und ich weiß, wenn er... Seht ihr, das ist der feine Unterschied. Wenn ich zu dir sage, ich bin du bist ein Geistesfunk, du arbeitest zurzeit mit einem Programm, ich habe einen gewaltigen Wissensvorsprung vor dir, weil ich viele, viele Bücher, der du zu sein glaubst, das Buch habe ich schon gelesen, das Leben habe ich durchlebt, auch wenn ich jetzt als Brüssel Udo in Erscheinung trete. Das ist immer wieder, wenn ich sage, ich bin du, ich bin das, was du sein wirst, wenn du das Buch zu Ende gelesen hast. Das heißt, wenn du wach geworden bist, aus diesem Traum erwachst, indem du zur Zeit dieser Trockennasenaffe zu sein glaubst. Und ich kann immer wieder betonen, lass dich nicht irritiert, weil das alles so real erscheint. Wenn du dir das jetzt denkst, hast du immer noch nicht verstanden, dass ich Realität göttlich anders definiere. Realität ist schlichtweg und einfach nur eine sinnlich wahrgenommene Information. Das ist ja alles so real. Wenn du dich dabei beobachtest, dass du so denkst, ist immer noch in dir der Glaube, dass Realität eine unabhängig von dir da außen existierende materielle raumzeitliche Welt ist. Das ist das Hirngespinst. Wenn du Realität als Information ansiehst, so wie wenn du was denkst, das ein Kommen und Gehen ist von ständigen Gedanken, wenn es dir schon vom Tisch. Wenn er jetzt den Mickel zurücknimmt und ich platze und wir sind weg, alle beide, dann wird das trotzdem stattfinden, denn dann sind wir zwar ausgelöscht, aber dieses Wurmloch, dieses tertiäre Wurmloch und die Zeitschleife, die existiert und die dazu führt, dass Leute ihre Machenschaften bewerkstelligen und treiben, das ist noch da. Das heißt, dieses Loch und die Möglichkeit, damit die Katastrophe und die Apokalypse herbeizuführen, die existiert noch. Und das ist unsere Mission, das weiß er noch nicht. Wir müssen es verhindern. Dieses Wurmloch muss wieder geschlossen werden. Und deswegen darf er Mickel nicht mit zurücknehmen. Also der Ältere, sein älteres Selbst hätte wahrscheinlich alles dafür getan, dass es nicht passiert. Genau, insofern hat man vielleicht sogar auch eine Mischung, oder? Einerseits diese freie Willgeschichte, dass man sagen würde, er kann es nicht wollen, dass er da eingreift. Aber auf der anderen Seite passieren halt auch Dinge, die ihn davon abhalten. Genau, und er weiß in dem Moment noch gar nicht. Das Trugschluss des Wurmloches, das ist jetzt eine Sache, die alle aufbauen auf den großen Gedankenfehler der speziellen Relativitätstheorie. Entschuldigung, der allgemeinen Relativitätstheorie. Ich will euch das einmal nochmal populärwissenschaftlich erklären. Und wo der Trugschluss ist in der Physik, und wie gesagt, es nützt jetzt nichts, wenn wir in Physikbücher reingehen und ich euch die Formeln zeige, das sind ganz einfache Reckenfehler, wo ich immer wieder darauf hinweise, das ist das große Problem, dass man Wurzeln immer bloß eine Seite der vollkommenen Gleichung, eine Wurzelgleichung hat zwei Ergebnisse und es wird eine Seite weggelassen, nämlich beide Seiten landet alles immer in diesem ewigen Hier und Jetzt in dem Nichts. Ja. Man kann das populärwissenschaftlich im Buch 8 der Ohrenbarungen nachlesen, wo ich erkläre, dass hier schon der Trugschluss, da oben am Himmel ist eine Sonne, auch wenn ich nicht dran denke, das ist der Bruch des zweiten Gebotes. Ja. Und die strahlt Photonen aus, die noch nie irgendein Mensch gesehen hat. Photonen sind keine Realität, wie ich Realität definiere. Licht übrigens auch nicht von der Sonne, du kannst dich nicht sehen. Mhm. Ja. Und die bewegen sich mit 300.000 Kilometer durch den Raum. Das heißt, wenn ich jetzt hochschaue und die Sonne da oben sehe, dann ist die Sonne, die ich sehe, ist eigentlich gut 8 Minuten älter. Das ist die Sonne, wie sie vor 8 Minuten ausgeschaut hat. Das ist diese riesen Sackgasse, wo der Materialismus den menschlichen Geist hingeführt hat, wenn man den auf den Leim gegangen ist. Die spezielle Relativitätstheorie, wie ich das erkläre, beweist eigentlich schon arithmetisch diese kleine Formel, dass alles, was du siehst, hier und jetzt ist in deinem Kopf. Es kann da außen gar nicht sein. Jetzt ist wichtig, man spricht hier von Raum und Zeit. Dass ich jetzt zwangsläufig nochmal wiederhole, es ist kein Unterschied, ob du dir jetzt was 500 Kilometer von hier entfernt denkst, das, was du jetzt denkst, ist hier und jetzt in deinem Kopf und wir denken uns das einmal 500 Kilometer in irgendeine Richtung um uns herum woanders hin. Oder du denkst dir was jetzt 500 Jahre in die Vergangenheit. Ich nenne das immer ein Raum oder ein Zeitfenster. Wenn du es nicht verstanden hast, dann schau dir den Bleinfeld-Vortrag nochmal an, wo ich sage, du denkst jetzt den Kopf von dem Udo aus und ich sage, ich denke mir jetzt als Udo, ich bleibe in dem Beispiel von Bleinfeld, ich denke mir einen Redo nach Zürich und ich denke mir eine Diana nach Wien. Das heißt, den Redo, den ich mir jetzt nach Zürich denke und die Diana, die ich mir nach Wien denke, sind jetzt definitiv hier und jetzt Gedanken in diesem Kopf. Und ich denke mir jetzt, der Redo besucht seine Diana in Wien und er fliegt um 9 Uhr los, das denke ich mir jetzt.
jetzt fliegt er los. Und jetzt denke ich mir jetzt, dass er um 11 Uhr ankommt. Das denke ich mir auch jetzt. Das heißt, alles, was passiert, passiert hier und jetzt. Und das, was in dem Kopf passiert, den du dir jetzt ausdenkst, das übrigens vor dir ist bloß ein Pixel, der ist flach. Der ausgedachte Kopf von dir, der ist jetzt in deinem Kopf. Aber du wirst jetzt feststellen, dass wenn du an deinen Trockennasenaffenkopf denkst, wenn wir jetzt die Fettings sind, dann sagt der Trockennasenaffenkopf, das denken wir uns jetzt aus, vom Bäder, der ist in Überlingen, und der Trockennasenaffenkopf vom Bruder, der ist in Weißenburg. Aber wo ist jetzt das Überlingen und das Weißenburg, das du dir jetzt ausdenkst? Ja, genau. Ja. Der rote Kopf ist nicht dein ausgedachter Kopf, sondern der ist das Gefäß, in dem sich das alles abspielt. Das ist das Beroshit. Ja. Wieso ich jetzt das nochmal erzählt habe, ich will dir jetzt das Wurmloch erklären. Da kommen wir jetzt nämlich zu dieser, aber was noch, so, wie gesagt, die spezielle Relativitätstheorie beweist in der Formel, wenn ein Physiker das nicht glauben will, so kommen, dann rechne ich das im Kleinen einmal eins vor, wenn er bereit ist, seine Dogmen abzulegen und sich mit Fakten zu beschäftigen und nicht mit geistlosen Hirngespinsten von Materialisten. Es hat ja alles einen Sinn. Wir denken uns jetzt hier, ein Wurmloch mit der Raumkrümmung, geht das Problem schon los, du musst jetzt erst einmal den Raum flach denken. Und wir denken uns, wir sind hier. Hier sind wir. Und wir denken uns, da muss den Raum flach denken. Ihr werdet es gleich merken, worauf ich hinaus will. Hier ist irgendein Stern, irgendetwas, und zwar in 100 Millionen Lichtjahren Entfernung. Das werden wir niemals erreichen können mit der derzeitigen Physik, wobei da die Meinungen auseinandergehen. Da gibt es also ein Standardmodell, das sagt, die höchste Geschwindigkeit, die es überhaupt gibt, ist die Lichtgeschwindigkeit. Das sind 300.000 Kilometer in der Sekunde. Und wir würden jetzt praktisch bei, jetzt wird es interessant, das muss auf dich wirken lassen. Dieser Stern ist 100 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Das ist übrigens noch keine große Entfernung in Bezug auf das, was die Physiker sich in dem Universum noch weiter wegdenken. Da geht es um Milliarden von Lichtjahren Entfernungen, die jeder nachplappert, ohne sich Gedanken zu machen, was das eigentlich für Entfernungen sind. Dann würden wir 100 Millionen Jahre lang mit Lichtgeschwindigkeit reisen müssen, dass wir den Stern erreichen. Also das ist jenseits der Erreichbarkeit. Man stellt sich jetzt erst einmal, um das darstellen zu können, den Raum als Fläche vor. Und da der Raum ja gekrümmt ist, das ist das Standardmodell, das ist das Kindergartenzeug, was ich euch jetzt erzähle, das Allgemeinwissen, was jeder Mensch, der ein bisschen eine Schulbildung hat, ist es so, dass das zwar 100 Millionen Lichtjahre getrennt ist, aber durch die Raumkrümmung kann es durchaus sein, dass da, wo wir sind und das andere, durch die Raumkrümmung praktisch eigentlich auf einer höheren Dimension relativ nah zusammen ist. Die Verbindung, wenn man jetzt von hier nach hier die kleine Stelle durch, das ist das Wurmloch. Das große Problem dabei ist, ich müsste jetzt praktisch durch die Raumkrümmung, wird der Raum, den wir jetzt hier als Fläche darstellen, diese Entfernung, wird in der nächsten, die dritte Dimension, was jetzt, wir haben nur eine Fläche, das wäre jetzt nach oben, wäre die dritte Dimension, wird praktisch hier über die dritte Dimension, die mir ja in den Raum eigentlich tritt, wird es gekrümmt. Ja. Ich sage dir gleich einmal von vornherein, das Erste, was dir auffallen sollte, dass hier Entfernungen zum einen Zeitangaben sind, weil Jahre sind ja, ist ja eine Zeitangabe. Ja. Ein Lichtjahr ist praktisch die Entfernung, die ein Photon braucht oder zurücklegt, wenn es ein Jahr lang fliegt. Ja. Das können wir jetzt auch ausrechnen und in Kilometer angehen. Was du plötzlich merkst, in der Denkweise wird praktisch eine Zeitangabe schon zu einem Abstand, zu einem Raummaß, nenne ich es einmal, eigentlich genau genommen nur zu einem gewissen Abstand. Ja, ja, stimmt. Okay? Und wir falten das jetzt über die dritte Dimension und dann sehen wir, dass das durchaus doch sehr nah beieinander liegen kann, obwohl es auf der Dimension drunter sehr entfernt erscheint. Ja. Aber all das ist so unendlich trügerisch, weil in dem Augenblick, wo ich jetzt mir das wirklich dreidimensional vorstelle, das heißt, wir machen jetzt mal wirklich einen Raum, ich mache es jetzt mal so, und jetzt stellst du schon fest, den Raum, den du jetzt auf dem Bildschirm siehst, das ist gar kein Raum, weil das Bild ist ja flach. Wir können jetzt wieder unsere VR-Brille, wo ich sage, wenn du eine VR-Brille aufhast und wir sagen mal dann perfekt vor dir erscheinen zwei Hände, da außen ist überhaupt nichts. Das muss immer in deinem Kopf sein. Dass wenn wir jetzt den Raum, sagst du mal, unendlich groß machen, ich sage absichtlich unendlich groß machen und wir denken uns an irgendeinen Punkt in den Raum und wir machen wieder dasselbe, dass wir jetzt hier
auch wieder unsere 100 Millionen Lichtjahre und Zweck denken, dann muss dir eins klar sein, ich kann jetzt das nicht falten, weil der Raum ist ja in allen Richtungen unendlich weit. Das heißt, ich brauche die nächsthöhere Dimension. Ich falte das praktisch in der vierten Dimension, wo die Physiker sagen, das ist die Zeit. Ja. Ich muss das, wenn das dreidimensional ist, kann ich mir das nur vorstellen, dass ich das über die vierte Dimension falte, was ich die zweite Dimension, um die zu krümmen, brauche ich eine dritte Dimension. Um eine dritte Dimension, die ich mir jetzt ausdenke, die nur ein Gedanke ist, krümmen zu können, brauche ich eine vierte Dimension, die ja bekannterweise die Zeit ist. Was letztendlich passiert, das, was ich mir räumlich 100 Lichtjahre weit weg denke, wird durch die Raumkrümmung ist es ziemlich nah. Jetzt kommt der Blödsinn mit dem Wurmloch. Ich sag dir, das, was ich 100 Millionen Lichtjahre weit weg denke, denke ich jetzt. Das ist das Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Und es ist sowieso immer hier. Wenn ich das Wurmloch verstanden habe, heißt es letztendlich, dass der ganze Bibabo, wo in deinen Physikbüchern hier deine Gehirnzellen, die du dir ausdenkst, vielleicht zum Kochen bringt, dass das eigentlich alles Sackgassen sind, weil der Punkt ist, der kann ja nur hier sein. Und ich kann ja nur jetzt denken, jetzt ist das alles schon vom Tisch. Wenn ich dir das in der Formel jetzt zeige, wie sich das auflöst, ja, dann wirst du irgendwann nochmal mitkriegen, wenn ich sage, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass das alles einfach nur geschwätzige Äffchen sind und zerläsch, die leben in Vorstellungswelten, die dann Photonen fliegen sehen auf ihren Monitor, die dann behaupten, wenn diese Photonen, die bewegen sich mit 300.000 Kilometern in einem Vakuum, wenn die im Wasser sind, sind natürlich wesentlich langsamer und die zitieren dann Werte. Ich sage, hätten wir ihnen was anderes erzählt, würden die was anderes erklären. Ja, stimmt. Das gilt übrigens auch für dein Intellekt. Du würdest dir eine komplett andere Welt ausdenken, wenn du einen anderen Schwamminhalt hättest. Mhm. Ich habe jetzt das versucht, sehr einfach zu erklären. Weil alle Probleme der Welt, sag ich, kann ein 13-Jähriger lösen, vielleicht leichter wie ein Erwachsener, der nicht zugeschissen ist mit Dogmen. Wo übrigens nichts verkehrt gelaufen ist. Ja. Kann ich, was er will. Mhm. Und das ist diese interessante Konfrontation. Da kommt sein älteres Ich, ich weiß, was du willst, du weißt nicht, was er will. Er denkt doch. Da kommt das ältere Ich, das bin ich. Und du glaubst, du weißt, was du willst. Du weißt überhaupt nicht, was du willst. Ja. Er denkt, er weiß, was er will. Du denkst, du wüsstest, was du willst. Das, was du willst, das weiß ich, weil ich nämlich du bin. Zumindest das, was du werden wirst, wenn du das, was du jetzt zu sein glaubst, überwunden hast. Diesen hartnäckigen Gedanke, ich bin dieser Körper. Mhm. Das bist du nicht. Du bist kein vergänglicher Trockennasenaffe. Du Geist, der du mir jetzt zuhörst. Und du musst auch erst gar nicht versuchen, irgendwelche ausgedachten Trockennasenaffen, die du dir jetzt ausdenkst, irgendwie zu retten. Es sind Lebensabschnittsgefährten in einer Traumwelt. So wie deine eigenen Körper, die du dir ausdenkst. Die Margot als 20-Jährige, der Peter, Wasserskifahren, was ist jetzt mit dir, Krücke? Gute Frage. War das überhaupt jemals selbstverständlich? Es ist jetzt gewesen, wie du diese Seite, wie du das gelesen hast in deinem Traum. Und es ist immer noch, aber weil du jetzt das in die Vergangenheit denkst, es ist nur feinstofflich. Das habe ich immer wieder erklärt. Was ist der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Wahrheit? Ja. Darüber gibt es nichts zu diskutieren. Das ist die absolute göttliche Wirklichkeit. Mhm. Und es ist ein Segen, wenn ich sage, du bist ein Auserwählter. Ja. Nicht der, der vom Computer sitzt. Du gehst drauf. Das, was vom Computer sitzt, ist schon weg, wenn du nicht mehr dran denkst. Ich sage immer wieder das Problem, dass der Gedanke an deinen Körper sich auflöst, wenn du nicht dran denkst. Das ist gar nicht schlimm. Das Problem ist, dass diese Scheiße hartnäckig jeden Morgen immer wieder und tags immer wieder auftaucht. Ganz hartnäckig. Vor allem, wenn du Schmerzen hast. Und jetzt kommen wir zu dem Schmerzen. Ich bleibe mal in diesen sinnlich wahrgenommenen Gefühlen. Die können wir positiv sehen. Wir können nochmal die unangenehmen und die angenehmen Gefühle nehmen. Das ist wie mit einer Waage. Wenn du genau in der Mitte bist, wenn du genau im Gleichgewicht bist, dann hast du keine Gefühle. Du wirst jetzt feststellen, dass ein gefülltes in dir auftaucht, auch ein empirisch wahrgenommenes, ich sag mal ein sinnlich wahrgenommenes, reales Gefühl. Freude, die richtig körperlich dich angreift, oder Traurigkeit, die dich angreift, oder Angst, die deinen Körper, den du dir denkst, erzittern lässt. Aber auch eine Freude, die dir die Tränen in die Augen treibt. Es ist nicht nur der Schmerz treibt die Tränen in die Augen, auch die Freude.
Dass immer ein klares Zeichen ist, dass du voll aus der Mitte auf eine Seite gerutscht bist. Das heißt, die Unvollkommenheit, die nötig ist, um diese Gefühle zu verspüren, im Positiven wie im Negativen, erfordert, dass du die Mitte verlässt, dass du unbewusst wirst. Mhm. Habe ich nicht so richtig schön hier, ich muss nochmal die Redos Update-Seite schnell nehmen. Vor der Weihnachtsansprache. Kleinen Moment. Schau, dieser kleine Absatz. Wisse, mein Kind, du selbst bist ein, das heißt ein nicht existierender, bewusster Geistesfunken. Der Geist selber kann nicht existieren, weil er ewig ist. Alles, was existiert, ist nicht ewig. Das sind Gedankenwellen. Ein von diesen trügerischen, ausgedachten Plus-Minus-Spiel der Welt, ausgeschlossener Territum non datur. Das ist die große Erkenntnis. Ein drittes ist nicht gegeben. Der Geist ist eben. Gegeben. Das Ausgedachte ist in Wirklichkeit immer eben. Wir haben ja Gag, dann wieder unser Dach, ist eben. Ein drittes gibt es nicht, weil es nicht denkbar ist. Das ist die Synthese. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt einfach ganz einfach sage, plus 5 minus 5 ist 0, das ist das Dritte. Mhm. Das ist der Trick bei jedem Wurzelbegriff. Mhm. Ja. Und wenn du jetzt in deine physikalischen Formeln reingehst, das wird bei jeder Wurzel, bei jeder Berechnung wird es ignoriert. Genau. Habe ich so oft darauf hingewiesen. Ist immer egal, jede raumzeitliche Berechnung, die du mit deiner Mathematik tätigst, das zwangsläufig Vorstellungen in dir erzeugt. Ist in jeder Formel, ist in der Regel in der Physik, wenn so wenn komplexere Berechnungen sind, ist immer ein Wurzelzeichen in Verbindung mit einer Multiplikation und einer Division. Das heißt, es wird im selben Moment entsteht eine Multiplikation oder eine Division mit einer Null, die zwangsläufig immer wieder in das Nichts führt. In dieses unendliche Nichts. Und die Welt, die du dir jetzt ausdenkst, aufhand dieser Berechnungen, die du dir ausrechnest, ist zwangsläufig einseitig, weil du bloß eine Seite des Wurzel, dieser vollkommenen Wurzel, der vollkommenen Wurzel, die vollkommene Wurzel ist der dritte, das ist die Synthese. Sobald unser ausgedachter Dritter natürlich jetzt diese Antithese, Synthese auch schon wieder was Ausgedachtes ist, aber das erkläre ich ja in den Stufen, da muss man nur die Ohren warum lesen. Genau. Okay? Ja. Schauen wir nur ganz kurz und dann lassen wir es gut sein. Andere entscheidende Szene, die mir das Herz ausgewrungen hat, war natürlich die Kussszene, die zweite mit Martha und dem jungen Jonas. Wer den Film nicht kennt, den muss man auch nicht anschauen. Er küsst, er ist in die Vergangenheit gereist. Mit Tante. Und er küsst jetzt mehr oder weniger grüßt er seine Tante. Er weiß aber nicht, dass das seine Tante ist. Und sein Obervögel mit der Mutter. Das ist das, was dann einfach passiert in diesen Hirngespinsten, wo man sagt, das kann es nicht geben. Und das ist alles vom Tisch in dem Augenblick, wo du weißt, das sind Gedanken, die du jetzt denkst. Wenn du dir mal Gedanken über dein Denken machst, über dein eigenes Denken. Was natürlich dann sehr, sehr interessant wird, dass das so irreführend wird, wenn man dann wieder wissenschaftliches Geschwätz sich anhört. Das ist also ganz, ganz abgefahren. Ich müsste ja fast einmal schnell, der Redo hat schnell was an, für eine, die es nicht angeschaut haben oder jetzt das Video nicht kennen. Mal schauen, ob ich es auf die Schnelle finde. Haben wir es doch schon. Lasst euch einmal diese Seite, da oben ist die Adresse, kann man mit reinstellen, unaufbekimpert. Das ist so ein materialistisches, geistloses Geschwätz. Es ist wirklich. Wenn du mal verstanden hast, was du bist und wie du funktionierst, es ist immer die Unauffindbarkeit des Bewusstseins, es ist dasselbe, was der Lesch macht, diesen ewigen Urgrund finden wollen. Was finden wollen, erfordert das irgendwas in Erscheinung drin, dass du dir was ausdenkst. Ja. Da kann ich tausendmal sagen,
das Bewusstsein, die suchen das Bewusstsein im Gehirn. Die machen, Materialismus dreht komplett die Kausalität von Ursache und Wirkung, stellt es auf den Kopf. Du stammst nicht von deiner Mutter ab, sondern die stammt von dir Geist ab, weil du dir jetzt deine Mutter ausdenkst und dich als den Säugling, den deine Mutter auf die Welt gebracht hat. Ja. Es klingelt nicht, weil da außen ein Telefon steht, sondern weil ein Klingelingeling in dir auftaucht, denkst du dir jetzt ein Telefon. Ganz eindeutig. Ja. Das heißt, es ist ein ständiger Wechsel, ein Umformen, und das Umformen, das in dir passiert, im Hier und Jetzt, wird maßgeblich gesteuert von deinen Reaktionen, von der, wie du auf die Reizauslöser reagierst. Mhm. Und wenn du jetzt 20 Jahre wie die Fanning Solo Feeling studierst, dann hast du es auch verstanden. Symbolisch gesprochen. Genau, muss ich jetzt wieder sagen, ein Gedanke, wie die Fennings es niemals verstehen, sondern das ist nur der Wechsel von der blauen Ebene in die rote Ebene. Das rote Ich ist unpersönlich. Ja, ja. Dann wirst du immer mehr, der jetzt ganz bewusst weiß, ich bin der sich das jetzt ausdenkt, und ich bin der sich es anhört. Mhm. Das ist These und Antithese. Aber genau genommen bin ich weder der Ausgedachte, der sich jetzt das ausdenkt, noch der Ausgedachte, der sich es anhört, sondern ich bin der sich beide aus. Diese Gedanken, weil ich zur Zeit zwischen Denker und Ausgedachten vorstellt. Zwischen dem, der spricht und der zuhört. Und das sind die ersten Annäherungen, die ich bin, wo ich in bin, du dann als Buch zu dir spreche, dass ich ganz einfach sage, ich bin zuerst einmal bloß ein Buch, das du jetzt in den Händen hältst. Und dann kommt ein ganz wichtiger Satz, und dann liest du nur Worte und du sprichst, das Buch sagt zu dir, ich bin jetzt deine eigenen Gedanken. Ja. Ja. Alles, was da in mir drin ist an Schriftzeichen, sind jetzt deine Gedanken, während du dieses Raster abrasterst. Schon auf den Punkt gebracht, ja. Es ist die exakte Beschreibung von dem, was ist Holofeeling, arbeitet nur mit hier und jetzt auf der Stelle überprüfbaren Tatsachen. Du musst nur die Gedankengänge mitgehen. Gut, wenn man komplexer wird, verwässert sich das etwas, das holt dich aber dann wieder ein, dass du merkst, es sind trotzdem Tatsachen. Das sind jetzt die Vorstellungen hier mit dem Wurmloch, habe ich genau versucht zu erklären, wieso ist der Raum und Zeit gleich? Weil es überhaupt nicht entfernt ist. Egal, wo du dir was hindenkst, du magst dir das 2 Milliarden Lichtjahre wegdenken, es ist hier und jetzt deine Information. Mhm. Du magst dir Vergangenheit, in die Vergangenheit Neandertaler und Dinosaurier denken, die sind nur, weil du sie jetzt denkst. Und wie geistlos, wie entgöttlicht muss ein Geist sein, der wirklich sich permanent selber einredet, der hätte mit dem, was er sich ausdenkt, überhaupt nichts zu tun. Weil das ja unabhängig von ihnen da außen ist. Oh je, ja. Das ist deine komplette Selbstentmachtung. Und dann permanent, welche jeder Kleinigkeit, wo du wissen willst, muss man einen Fachmann fragen. Muss man ins Internet gehen. Es ist die komplette Entmündigung, indem ich komplett aufgehört habe, selber zu denken, sondern mir nur noch vorsorgen lasse, ich will von irgendjemandem wissen, was ich glauben soll. Oder was die Wirklichkeit ist, oder was Bewusstsein ist. Was mir gefällt, was ich essen darf, was ich nicht essen darf. Veganer. Die Arme. Jeder wird dir vollkommen logisch erklären, warum er das macht, was er macht. Vollen Ernstes, ja. Aber ob das seine Logik ist, das, was du als richtig mit deiner Logik definierst, wird dir, was dir logisch erscheint, ist für dich auch richtig. Aber nochmal, jede Logik, die im Widerspruch zu einer anderen Logik steht, ist immer eine fehlerhafte, unvollkommene Logik. Da macht dir deine Logik noch zu richtig erscheinen. Und das ist jetzt das Schöne, deine Meinung muss die Meinung aller Menschen werden, die du dir ausdenkst. Es sind doch schon einmal deine Gedanken. Das heißt, wenn du irgendeine Meinung eines Menschen, den du dir jetzt denkst, du denkst dir diese Meinung in dem Moment, wo du an den Menschen denkst. Wenn du sagst, damit will ich nichts zu tun haben, schmälerst du deine eigene Meinung in deine eigenen Sichtweisen. Und damit gehst du in Tag, du gehst in die Finsternis. Ja, schon. Das Licht ist alle Schatten gleichzeitig. Aber selbst als Ding an sich kein in Erscheinung drehender Schatten. Ist gut. Ja. Jetzt lassen wir es gut sehen. Das war jetzt einmal der vorgezogene Neujahrsansprache. Jetzt musst du nur noch wissen, dass das Jahr, unser neues Jahr ist ja das Neo-neue Jahr. Ich mache nochmal, ich habe es ein paar Mal reingestellt, den Neo schreiben wir jetzt N-E-O. Das machen wir so. Da haben wir schon mal ein Schwanken, ein Wanken, ein Zittern. Sie waren auf der Flucht. Okay, wir flüchten jetzt aus diesem Traum.
Drum ist dieses Neo, rot gesprochen, zweifelte auch in dieser Matrix. Das ist jetzt hier der Haser-Matrix. Haser ist der Dachtraum. Dass er selbst der Erlöser seiner Welt ist. Doch aufgrund von Jahwes Offenbarungen kennt Neo jetzt sich UBs göttlichen Plan. Bella heißt Wunder. Mhm. Und dieser göttliche Plan, da muss stehen, ist ab jetzt auch Neos Plan. In ihm befindet sich das Geheimnis von Raum und Zeit. In ihm. In ihm, ja. Holofeeling bedeutet Busreisen auf höchster Vollendung. Da habe ich ein schönes von Neo Plan Skyliner, ein schönes Werbevideo reingestellt. Okay. Und jetzt ist es natürlich, dass wir hier diese Flucht, wo wir machen, das ist ja Shin und He, das Jahr. Ja, klar. Ich habe gesagt, eine vorgezogene Neujahrsansprache, dasselbe heißt auch lernen, verschieden sein, wiederholen und schlafen. Das heißt, eine vorgezogene Neujahrsansprache ist ein Neoschlaf, ist ein vorgezogener neuer Schlaf und ich hoffe für dich, dass du in deinem nächsten Schlaf bewusst träumst und dabei nicht vergisst, dass du bloß der träumende Geist bist. Jetzt wieder symbolisch, nicht einmal der. Ja. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Das ist nämlich hochinteressant, immer wieder, wenn ich sage, wenn du eine Rolle spielst, ohne zu vergessen, dass dir nichts passieren kann. Ja. Du kannst nicht zerstört werden. Weil etwas Nichtdenkbares, wie willst du etwas Nichtdenkbares, das absolute Nichts zerstören? Noch weniger geht ja überhaupt nicht. Gut. Ich habe mal ganz klipp und klar gesagt, die Kleinsten werden die Größten sein und wenn wir uns jetzt was klein denken und noch kleiner denken und noch kleiner denken, ist das extremste Klein, ist das absolute Nichtdenkbare Nichts. Mhm. Und das ist im selben Moment alles. Ja, eben. Das bedeutet Holofeeling. Ja, wunderbar. So, jetzt lassen wir es gut sein. Danke. Wunderbar. Ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüss.